So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pflanzen gegen Zombies. Ich bin heute ein klein wenig verschnupft. Kann sein, dass man das ein bisschen hört. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich muss mal wieder ein bisschen aufnehmen, denn mir gehen langsam wieder die Folgen aus. Und ich sehe gerade schon wieder, wir waren im Nebellevel stecken geblieben. Oh, super. Gerade den schlimmsten Teil nehme ich mir dafür auf, wenn ich verschnupft bin. Aber das soll uns mal nicht weiter stören. Irgendwie werden wir durch diese Nebellevel doch schon durchkommen. Wir haben ja das letzte Mal auch noch die Pflanterne bekommen. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Die werde ich auch gleich mal mitnehmen. Sind Football-Zombies dabei. Gegen die will ich einen Hypnopilz haben. Erstmal am Pflanzen, was geht. Wie immer. Eine zweite Reihe von Pilzen schadet hier auf jeden Fall nicht. So, jetzt platze ich hier mal eine Pflanterne und weil die beschützt werden will, auch eine Walnuss davor. Die lässt uns hier zumindest ein bisschen durch den Nebel durchsehen. Hier oben. Und dann sehen wir wenigstens mal ein bisschen was hier. Erste größere Welle.
hoffe mal, dass das mit der Verteidigung hier genug reicht. Hoffen wir mal, dass sich der jetzt nicht in die Luft sprengt. Aber ja, das macht er ja immer, wenn er eine defensive Pflanze vor sich hat. Er hätte ihm einen Hypnopilz vor die Nase setzen sollen. Die Hälfte für den 9. Samenplatz. Ist ja auch schon mal was. So, letzte Welle. Na, ausnahmsweise mal ohne Unheilspilz. Du gehst mal in die andere Richtung. Der Kaktee. Die Kaktee. Wenn die bekommt, dann weiß ich ja jetzt schon wieder, was jetzt kommt. Der Kaktee. Verschieß Stacheln, die Ballons platzen lassen. Das bedeutet nur, jetzt kommen Ballonzombies. Ballonzombies sind fies im Sinne von, ja, sie fliegen einfach mal über meine ganzen Verteidigungsanlagen drüber, es sei denn, ich schieße ihre Ballons ab. Dann sind sie wie gewöhnliche Wald- und Wiesen-Zombies. Es sei denn, sie fallen ins Wasser, dann sind sie sofort tot. So. Die muss ich aber auch mitnehmen jetzt. Weil sonst habe ich nichts gegen die Ballon-Zombies. So, nächste Frage. Wie viele Wellen haben wir hier? Sehe ich erst, wenn der erste Zombie kommt. Eine, okay. Dann reicht eine Reihe Sonnenpilze auf jeden Fall aus. Zombie. Nachdem ich ihn nirgendwo sehe, müsste er eigentlich hier sein. Ja, und so kann man richtig liegen.
Level sind immer wesentlich entspannter, wenn man sieht, was auf einen zukommt. Oh, da oben kommt der Ballon-Zombie. Brauche ich nur noch ein Sonnenherd. Leider nichts mehr da, was die in der Mitte jetzt aufhalten könnte. Und der Angsthasenpilz versteckt sich jetzt. Na gut, dann müssen halt die Rasenmäher ran. Halt nochmal so. Ah, ne, den kann ich nicht brauchen. Der muss daran. Gut, dann geht's halt doch ohne Rasenmäher bzw. sogar ohne Poolreiniger. Und da kriegen wir das Wehblatt. Eine meiner Meinung nach sehr praktische Pflanze. Nur leider relativ teuer für den allgemeinen Gebrauch. Ich werde sie aber trotzdem mitnehmen, weil ich mir dadurch insgesamt 3 Pflanzen sparen kann, die ich sonst mitnehmen müsste, um die gleichen Zombies oder ähnliches abzuwehren. Weil sie erspart mir den Kaktee, die Plantäne und die Walnuss eigentlich. Und dafür kann ich dann ein paar andere Sachen mitnehmen, die ich mal ein bisschen dringender bräuchte. Den Doomshroom werde ich mal wieder mitnehmen und mal schauen. Ja, der Schlingtang gegen die Delfinreiter ist mir noch etwas wichtiger. Frage, wie viele Wellen? Wir haben 2, okay. Heißt, ich werde 2 Reihen Sonnenpilze pflanzen. Diesmal werde ich sie sogar nur 2 komplette Reihen machen, weil ich sie diesmal brauche. Dritte Reihe Pustepilze können wir diesmal auch wieder machen. Thank you.
So, ich glaube, ich könnte euch eigentlich mal zeigen, was ein B-Blatt macht. Der pustet, wie wir vorübergehend, mal den ganzen Nebel weg. Und außerdem, wenn irgendwelche Ballonzombies da sind, die sind dann auch sofort weg. Einfach weggeblasen. Problem ist nur, der Nebel kommt zurück. Und jetzt habe ich einen Ballonzombie gehört. Jetzt ist er nicht mehr da. Wir haben ihn zwar nicht mehr gesehen, aber er ist jetzt weg. Zombie. Jetzt haben wir es mal richtig gesehen. Weg ist er. Und gegen dich habe ich auch was. Bei dir... Ah, da zählt er schon nicht mehr beim Drüberspringen. Alles klar. Muss ich den Jump da wirklich wann anders ansetzen? Hier können wir noch einen Angsthasenpilz reinsetzen. Nun ist es egal, dass die Ballonzombies kommen, das Weblatt ist schnell genug wieder bereit ist, dass man die einfach so noch wegblasen kann. Es ist auch egal, ob man die vor oder hinter die Ballonzombies stellt. Egal wo es gepflanzt wird, alle Ballonzombies werden weggeblasen. Diesen Pilz. Weg mit dem Nebel. Oh, der Taco. Was zur Hölle wir mit einem Taco tun sollen, das seht ihr gleich.